Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück. So, wir wollen mal, denke ich, zu Marlies Farm. Es gibt nämlich neue Pferde, eine neue Rasse ist eingeführt worden, und zwar dahin. Die Mustangs. Und die würde ich mir ganz gerne mal angucken gehen. Mal schauen, ob wir uns da einen kaufen oder eher nicht. Gehen uns die mal angucken. Ich glaube, das war schon einer. Es sind natürlich jetzt wieder ganz viele unterwegs davon. Ja, ich glaube, das war einer. So, also bei Mali sollen wir die kaufen können. Mal gucken. Uah. Verdammt. So. So, Marley, wo sind sie denn? Hier taucht alles so langsam nach und nach auf. Ich scheine ein bisschen Probleme mit der Verbindung zu haben heute. Ja, müssen wir mal schauen. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem alles. Sind das die hier? Seid ihr das? Ich glaube, ihr seid das, ne? Ja. Also gut. Dann mal absteigen und mal genauer angucken. So. Hallo. Na du? Du bist aber schwarz. Schwarz gefällt mir immer. Du bist gescheckt. Gescheckt haben wir noch nicht. Also Tendenz ginge dann zu dem Gescheckten. Und braun, ja, braun finde ich irgendwie lahm. Gefällt mir auch, aber ich würde den hier nehmen. Den kaufen wir jetzt. So, was kostest du denn? 969. Na, das haben wir doch. Das ist doch okay. Jetzt ist nur die Frage, oh Gott, welchen Namen? Das ist das wieder. Ja, Sparksbell. Twin Time Vanilla. Strawberry. Wenn ich jetzt auf zufällig klicke. Ah, okay. Dash North? Ne, das ist irgendwie doof. Solid Hunter. Melody Charm? Ne. Wild Boy? Das finde ich gut. Das finde ich gut, das nehmen wir. So. Machen wir gar nicht lange dran rum. Sonst dauert immer der Name aussuchen ja so ewig lang. So, ein neues Pferd. Juhu. Dann gehen wir natürlich jetzt gleich eben zum Stall und wechseln das Pferd. So. Abholservice. Es gibt auch ein paar neue Charakteranimationen. Das gucken wir uns jetzt gleich mal alles an. Wenn wir stillstehen, dann gibt es wohl neue Animationen. So. Und dich mal hier reinbringen. So. Wem klauen wir denn jetzt das Zeug? Ich meine, oh Gott, der Stall wird immer voller. Du siehst irgendwie hier neben Braveheart voll klein aus. Wem nehmen wir denn jetzt das Zeug ab? Wen haben wir denn hier? Das ist aber nicht unsere Dark Angel. Nee, nee, da ist irgendwie eine Textur verschoben. Ich sag ja, heute ist es irgendwie nicht so ganz flüssig. Ich habe so das Gefühl, es gibt so ein paar Fehler. Das Update scheint wohl nicht so, ja, so ganz ohne Probleme vonstatten gegangen zu sein. Aber solange uns das nicht im Spielen stört, ist das erstmal egal. So, ich klaue jetzt erstmal hier Ever sein ganzes Zeug. Also, ich denke, schwarz geht immer. Das ist okay. Und dann müssen wir uns dann überlegen, was wir da machen. Ne? Für Farben und so.
Satteldecke können wir eigentlich, könnten wir auch erstmal die schwarze mitnehmen, können wir aber auch erstmal weglassen, das müssen wir ja nicht. Anziehen. Machen wir erstmal so. Ja. Gut. Huch. Dann ziehen wir dich mal eben an. Ja, ich denke, das ist erstmal okay. Schwarz passte ganz gut zu dem, ne? Das ist ganz okay. Wobei wir hier eventuell auf Schwarz-Blau gehen könnten und vielleicht Jeans dazu tragen oder so. Das wäre doch auch was. Schwarz-Blau und Jeans. Das fände ich vielleicht ganz, auch ganz nett. Mal gucken. Okay, so, wir wollten jetzt mal die Animationen angucken. Guck mal, auf dem Pferd macht sie da irgendwas Neues. Ich glaube nicht, da habe ich noch nicht wirklich was gesehen. Nein, dann gehen wir mal runter und stellen uns mal hin. So, nun warten wir einfach mal. Aha. Das haben wir vorher nicht gemacht, uns umgedreht. Okay. Ist noch was? Oder? Ah. Ja, sehr cool. Haben sie da doch ein bisschen was hinzugefügt. Das finde ich ganz nett. Gefällt mir, wenn sich die Charaktere bewegen. So, jetzt gehen wir mal raus aus unserem Stall. Und dann war das Stehenbleiben und Leertaste. So wie beim Lipizzaner eben auch, ne? Der geht dann ja hoch und der Mustang buckelt dann. Okay. Dann werden wir den gleich mal ausprobieren. Uah. Und gleich mal hier das erste Rennen machen, damit dann auch die ersten Level gleich kommen. Nimm, nimm. Moorlandstrecke. Genau. Da wollen wir einmal. So, sollten wir dann gleich schon Level 2 haben. Wir da durch sind. Dann können wir uns da nochmal die Gangarten angucken. Ah, hat doch nicht ganz gereicht. So, da haben wir Schritt. Ein bisschen Platz. Da lang. Ja, sehr cool. Gefällt mir gut. Okay. Dann gucken wir mal, was wir an Quests machen können. Gucken wir mal eben. Verfügbar müssten wir haben. Genau. In Fort Pinter bei Gunther. Machen wir weiter wegen Gretchen. Gucken mal, ob sie schon da ist. Wir können noch das eine oder andere Rennen dann vielleicht mitmachen, dass wir in Fort Pinter noch das Rennen mitmachen. Ich habe die letzten Tage ein bisschen gelevelt und ein bisschen Ruf gefarmt. Ja, bei den Goldblättern. Und da werde ich dann die nächsten Tage immer weitermachen und dass wir so langsam mal vorankommen da wieder, denn es gehen so die Quests aus. Wenn man den Ruf nicht voll hat, dann kriegt man irgendwann keine Quests mehr. Und dann steht man immer so da und hat immer nur eine Quest. Das ist immer ein bisschen doof. Deswegen werde ich da ja vermehrt mich wieder um den Ruf kümmern. Ja.
Geld haben wir dadurch natürlich auch wieder ein bisschen mehr. Dann können wir dann auch gucken, dass wir mal wieder ein bisschen was einkaufen. So, jetzt machen wir erstmal hier das Rennen und dann gucken wir bei Gunther, ob Gretchen dann nun zurück ist. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall jetzt gleich Level 2 schon haben. Ganz cool. Das geht ja immer eigentlich relativ schnell. So. So, und da sind wir, haben wir geschafft. Einmal abgeben, Dankeschön. Und Level 2, juhu. Ach halt, Gunther steht ja hier vorne. Jetzt wollte ich gerade da hinten hin. Ich muss sagen, der Mustang gefällt mir. Gefällt mir auch von der Form her, ist wirklich nett. Also, total cool. Hallo, Brielle. Gretchen ist noch nicht hier. Wo kann sie nur sein? Du hast doch gesagt, dass sie direkt nach Hause kommen wollte. Gunthers Handy klingelt. Hallo, Gretchen. Wo warst du? Du solltest nach Hause kommen. Was? Hast du dich verlaufen? Wo ist sie hin? Ja, wo ist sie denn nun hin? Gretchen sagt, dass sie an einem Ort mit dunklem Boden und großen Maschinen ist. Es riecht auch nach Benzin. Hä? Dass sie an einem Ort mit dunklem Boden und großen Maschinen ist. Es riecht auch nach Benzin. Da fällt mir jetzt spontan ein. Dings an der Reitstrecke von der Baroness, also das, die Galopprennstrecke auf dem Feld. Das fällt mir jetzt spontan ein, aber da. Ich meine, wie kommt die denn von da dahin? Die Everwind-Ölfelder, meine ich. Weil hier in Fir Grove gibt es nur die Dings, die Mühle. Ja, da werden wir auf jeden Fall mal nachgucken gehen. Allerdings würde ich sagen, machen wir das erst im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.